von wegen, das war die Rede von Großhandelsimport von Marihuana und Haschisch. Wie soll das gehen? Ich meine, das muss ja über irgendwie transportiert werden und international ist es, glaube ich, noch immer verboten. Und wie soll man Haschisch importieren? Legal, offiziell. Ich meine, das gibt es ja jetzt schon, definitiv. Also im pharmazeutischen Bereich ist das legal. Ja. Also da kann ich jetzt gleich noch meine Anmerkungen noch mit einflechten. Also der Produzent in Holland nimmt zurzeit für die 5-Gramm-Dose, nimmt der auf der Homepage ausgewiesen 33 Euro. Ja. Der hat 5 verschiedene Sorten im Angebot. Spezifiziert nach THC-CBD-Gehalt. Alle 5 Sorten, egal ob das jetzt 21% THC oder 5% THC sind, kosten alle das Gleiche. Und genauso ist es dann bei dem Großhändler da aus dem Hamburger Bereich, der verlangt dann für die 5-Gramm-Dose 51,90. Ja. Und Apotheken schlagen so zwischen 30% und 90% drauf. Das ist so der aktuelle Stand. Und ich bin hier ganz bei Lisa und auch bei den anderen Mitdiskutanten. Also aus gesundheitswissenschaftlichen, präventiven Aspekten heraus kommt es dann tatsächlich auf den Endpreis an, dass der realistisch ist, dass der in einem realistischen Verhältnis zu dem derzeitigen Schwarzmarktpreis liegt, dass da keine Dynamik irgendwie nach unten entsteht. Und was ich auch nicht möchte, ist, dass die Händler sich auf einmal anfangen, mit Dumpingpreisen und Reklamepreisen irgendwie anfangen zu unterbieten, um so sozusagen Konsum anzuheizen und da eine Dynamik reinzubringen, die aus Präventionsaspekten heraus eher negativ ist. Vielen Dank, Sibo. Aber nur ganz kurz und dann noch eine ganz kurze Nachantwort. Aber dann ist also ein Import außerhalb von den Niederlanden eigentlich gar nicht praktisch möglich. Doch, also alle Staaten, die UNO-Drogenkontrollkonvention unterschrieben haben, nehmen ja an dem legalen, für medizinische und wissenschaftliche Zwecke legitimierten Drogenverkehr teil. Die können also innerhalb dieser Mechanismen, die bisher genau beschrieben sind, auch austauschen. Ja. Und wenn man das jetzt auf den Genusshanfprodukte erweitert, dann geht das natürlich nur mit Staaten, da hast du dann recht, die eben auch bereit sind, sozusagen Genusshanf bereitzustellen oder auch durchzuführen und so zu importieren, exportieren. Vielen Dank, Libor. Ich sehe, die Diskussion kommt hier in Fahrt. Es gab eine Reihe von Wortmeldungen und ich bin jetzt mal dafür, dass wir euch rannehmen. Du warst jetzt nächste. Ja, okay, alles klar, dann du. Bei mir wurde eigentlich auch schon einiges gesagt. Also ich wollte mich erstens dem Steffen und dir anschließen mit dieser quasi prozentualen Besteuerung, weil ja auch welcher sozusagen fallen, das ist, wie du schon auch sagst, ist ein Extrakt mit 80% 1 Euro mehr Steuern drauf zu hauen, ist irgendwie unsinnig. Dann generell wäre meine Frage an die Dame von den Grünen gewesen, also wie sozusagen, das ist eigentlich was meine Anfangsfrage, bevor ich hergekommen bin, wie kommt man auf diesen Steuersatz, weil halt in den USA der erheblich geringer ist und ich hatte dort auch die Chance, das öfter in Kalifornien rumzuhängen, in Juiz. Und deswegen halt selbst da, also generell hätte ich diesen Preis auch von 1 Euro pro Gramm für zwar machbar, aber eigentlich kontraproduktiv, wenn man es so deckelt, weil es geht ja um ein Qualitätsprodukt. Wenn man von vornherein sozusagen die Kosten dafür festsetzt, dann. Nein, der Punkt nochmal. Das ist die Annahme. Ich habe einfach nur gesagt, wie kamen wir auf unsere Steuersätze? Okay. So, und natürlich der Ausgangspunkt war das Verhältnis zu den derzeitigen Preisen auf dem Schwarzmarkt. Und wir wollen ja, dass es legalisiert ist, aber eben reguliert. So, und wie kriegt man jetzt am besten es hin, dass man den Schwarzmarkt austrocknet. Die Steuern danach einfach hochgerechnet und auf 10 Euro sozusagen. Genau. So, genau. Und dann ist eben trotzdem die Frage, wenn ich auf 10 Euro kommen will, ne, also wie hoch kann die Steuer sein? Also wie groß sind denn die Produktionskosten und die Handelskosten? So, und da, das sind eben die Annahmen, die wir uns zusammengesucht haben. Ja, und da wollte ich eben wissen, ist das richtig oder ist das falsch? So. Nee, gut, da kann ja genug Korrekturen sozusagen schon. Ja, gut, das war es dann eigentlich schon. Dann wollte ich noch was zu Steffen sagen. Du
Du meinst, also ich kann dein, es ging um die Beratung sozusagen im Shop, dass du sozusagen meinst, es bringt nichts, wenn man jetzt jedem Verkaufsberater sozusagen sagt, du musst jetzt mit jedem Kunden irgendwie verlabern und mit einem kleines psychologisches Gespräch führen, um ihn beraten zu können. Was wahrscheinlich stimmt, aber ich muss persönlich sagen, ich halte für einen, aber das, da bist du wahrscheinlich auch nicht dagegen, einen ausgebildeten Berater für sehr wichtig, weil so von meinen persönlichen Erfahrungen her war es mir in Niederlanden und auch in Kalifornien so im Dispensary-Dings schon sehr wichtig, dass quasi auf meine Nachfragen wenigstens reagiert worden konnte. Also ich erwarte nicht, dass mich jemand zulabert, aber zum Beispiel, wenn ich in einen Coffeeshop fragen kann, cool, wo kommt es her, wo ist es zurechtgekreuzt, wie tönt das so ungefähr, bla bla bla. Und wenn ich darauf eine kompetente Antwort immer bekomme, das fand ich immer sehr wichtig, beziehungsweise ich fand es sehr enttäuschend, wenn mir das halt nicht gegeben wurde. Deswegen würde ich sozusagen sagen, man sollte diesen ausgebildeten Berateraspekt nicht unterschätzen, sozusagen. Ich habe kein Problem damit, dass sich Leute auskennen, aber ich halte es für einen Trugschluss, das ins Gesetz zu schreiben und so zu tun, als wäre das Problem Prävention damit geklärt. Wir haben auch im Gesetz stehen, dass Schankwirte niemanden mehr Alkohol ausschenken dürfen, der schon offensichtlich berauscht ist. Und dann trink doch mal 4 Bier und geh in beliebige Berliner Kneipen und guck, ob du da noch ein 5. kriegst. Das funktioniert in der Praxis nicht. Würdest du es deswegen aus dem Gesetz streichen? Ich glaube, dass solche Beratungsleistungen einen Qualitätsunterschied zwischen verschiedenen Anbietern auf dem Markt sind. Das muss man nicht gesetzlich regeln. Die Leute, die Beratung brauchen, gehen in das Fachgeschäft, die gehen in den Weinladen und lassen sich beraten. Und die, die Beratung nicht wollen, die gehen zu Aldi und holen sich den Tetrapack. Und beides finde ich legitim. Okay, ist ja erstmal ein guter Austausch. Wir hatten, hast du dich gemeldet? Genau, dann... Ja, ich finde, wir sollten den Steueransatz nicht zu hoch ansetzen, denn wenn wir den Schwarzmarkt wirklich komplett austrocknen sollen, wenn die Steuer zu hoch ist, die können sich auch weiterentwickeln, was Qualität angeht. Und selbst wenn die Gewinnspanne dann nicht mehr so hoch ist, werden sie trotzdem noch da sein. Dann würden die natürlich zurückdämmen, aber nicht austrocknen, damit wenn die Steuern zu hoch sind. Okay, danke für dein Statement. Dann war als nächstes dran der Jan. Ja, ich wollte auch nochmal zu dem Präventionsaspekt sagen. Also ich finde eigentlich die Idee mit der Beratung vor Ort jetzt nicht schlecht. Man muss natürlich gucken, dass es keine Gängelung wird, aber es gibt ja nun mal Menschen, die vielleicht ihren Konsummuster und das Risiko, was wie sie selber persönlich davon ausgeht, noch nicht wirklich so einschätzen können. Und dementsprechend kann eine Aufklärung sicherlich was bringen. Man muss natürlich gucken, wie es in der Praxis funktioniert. Das ist jetzt aber der erste Entwurf, wie man sowas hinbekommen kann. Letztendlich das dem Markt zu überlassen, finde ich höchst problematisch. Also was wir ja auch bei der Entwicklung von Alkohol und anderen Drogen sehen, letztendlich wird das ja total immer einem wieder vor Augen geführt, wie positiv das ist, ein Bier zu trinken, wie positiv das ist, zu rauchen. Und sowas, also diesen Aspekt sollte man aus diesem Drogen- oder aus dem, sagen wir mal, Suchtmittel- oder psychoaktiven Substanzenbereich eigentlich, finde ich, generell raushalten, weswegen ich eigentlich schon der Meinung bin, dass es staatlich reguliert werden sollte. Allerdings hast du da schon recht, Steffen, dass es einen gewissen Aspekt natürlich auch gibt, dass man nicht alles durchregulieren kann. Und da wäre vielleicht eine Möglichkeit, oder wo man sagen würde, eine Kontrolle auch innerhalb der Community schafft, vielleicht, auch wenn es das Cannabis, also das Cannabiskontrollgesetz so jetzt noch nicht hergibt und da entsprechend angepasst werden muss, indem man auch die Möglichkeit von Cannabis Social Clubs eröffnet. Ich glaube, jetzt so über alleine Ausführungsrichtlinien bekommt das nicht hin, aber da hätten wir einmal die Ebene, wo die Menschen zusammensitzen wollen, zu konsumieren und auch möglicherweise dann auch selber anbauen dürfen und einen gemeinsamen Konsum pflegen, aber fern von dem Markt. Dann auf der anderen Ebene die Menschen, die sich einfach nur mal eben so kaufen wollen und auch, wo es eigentlich tatsächlich nur nicht der gemeinsame Konsum oder die gemeinsame Kontrolle untereinander im Vordergrund steht, die können sich dann im staatlich kontrollierten Bereich dann kaufen und kriegen dann die entsprechende Aufklärung, während das in den Cannabis Social Clubs ja möglicherweise gar nicht so in einem großen Umfang nötig ist, weil man sich da ja auseinander auch im Gespräch kontrolliert und Erfahrungen austauscht oder auch Konsummuster vergleichen kann oder Wirkungen austauschen kann. Das wäre nochmal eine Möglichkeit, wo man so einen Kompromiss dahin bekommt. Aber jetzt einfach zu sagen, jetzt wir wollen den Markt, der Markt wird das schon entwickeln, das halte ich für absolut falsch. Okay, vielen Dank, Jan. Jetzt haben sich Leute gemeldet. Aber jetzt nach und nach als nächstes wärst du eigentlich. Nein, er meinte erst als erstes. Ja, na dann, wenn ihr das so unter euch regelt, gerne. Aber ich habe nochmal geguckt, du hattest dich auch gemeldet, Lisa zeigt gleich und du hattest dich auch noch gemeldet. Okay, dann erst, genau. Erst also ich bin Olli Wag, ich bin Beauftragter für Suchtpolitik bei den Piraten im Landesverband Berlin. Ich finde schon mal eure Arbeit
also kann man schon würdigen. Ja. Na wunderbar. Was mir aber auffällt ist, ihr macht so einen Spagat. Und zwar zwischen diesem, es ist ja eigentlich nur ein Genussmittel, aber wir brauchen eine Prävention. Das finde ich ist ein großer Widerspruch. Ja. Das ist ein großer Widerspruch. Entweder ist es eine Droge ja, mit den entsprechenden Begleiterscheinungen oder es ist ein Genussmittel. Und dann möchte ich es bitte ähnlich liberal wie bei Tabak haben. Und es wird mich kein Tabakhändler irgendwie, wenn ich da mal große Blättchen kaufe, würde er nicht sagen, ja, pass mal auf, du baust dir doch einen Joint, hast du nicht vielleicht mal drüber nachgedacht, ob du da ein Konsumproblem hast. Also diesen Widerspruch, der fällt mir auf. Naja, also und auch, was mir auch übel aufstößt, sind die ganzen beteiligten Behörden. Ich war mal Kleinunternehmer, ich weiß, wie es ist, als Kleinunternehmer diesen Behörden ausgeliefert zu sein. Ja? Ich sag's mal so, ganz deutlich. Da sehe ich durchaus, also da könnt ihr eine Menge wegstreichen. Also ich kenne Konsumenten und Händler, die sagen, warum nicht einfach die Prohibition aufheben? Und dann geht es so ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast. Und das ist dann eine positive Sache, die der Markt vielleicht tatsächlich selber schafft zu regeln, ja, über Angebot und Nachfrage und Qualität und Preise und solche Dinge. Also ich finde dieses, das viel zu viel Kontrolle. Und ich glaube, es geht total nach hinten los, auch mit dem Nachbessern. Wann hat es denn in Deutschland mal geklappt, dass man eine gute Sache über 20 Jahre beobachtet hat und immer schön nachgebessert hat? Da würde ich gerne noch Beispiele für. Also das ist, ich vertraue der Politik nicht so weit, dass ich sage, okay, wir nehmen erstmal diesen Moloch an Verordnungen mit beteiligten Behörden und gucken mal, dass es mit der Zeit besser wird. Sondern ich glaube, das wird von Anfang an schlecht. Da habe ich wenig Vertrauen, weil eben so viele Behörden beteiligt sind. Also würdest du sagen, lieber Status quo behalten als Cannabis-Kontrollgesetz? Natürlich nicht. Okay. Aber natürlich nicht. Ich will ja eine Legalisierung. Ich warte seit 37 Jahren. Davon mal abgesehen. Auch die Grünen haben sich da lange geködert. Und auch die Grünen hatten schon Regierungsbeteiligung. Aber das wollen wir jetzt nicht freitreten. Ich halte es einfach für einen Wahnsinn. Ich habe wirklich den Eindruck, ihr habt das für die CSU geschrieben, mein Gott. Warum? Dann hat es aber leider nicht geklappt. Ja, das können wir auch besser. Aber warum diese furchtbare Panik, diese Prävention, dieses Verhindern von Mehrkonsum? Wir wissen, dass es in keinem Land, wo es legalisiert wurde, zu einem Mehrkonsum kommt. Wir wissen, dass die Zahl der Konsumenten immer etwa gleich ist, ob es erlaubt ist oder nicht. So, das ist nur geringe Schwankungen. Das ist auch ein guter Punkt. Das, also, so, okay, und jetzt höre ich auch. So. Darf ich jetzt? Ja. Cool. Ja, dann steige ich da eigentlich gleich mit aufs Ross. Erstens, mein Thema ist immer bei der heutigen Drogenpolitik ist, wir benutzen erstens ein falsches Terminal. Ein Termin. Ja, wir benutzen immer noch Sucht. Seit ungefähr den 60er Jahren gibt es diesen Begriff nicht mehr. Es gibt nur noch Abhängigkeit, wenn man über dieses Thema redet. Dann dazu, ich weiß nicht, wo fängt man an, damit, dass wir den Markt regulieren, damit die Jugendlichen nicht mehr anfangen mit 14 zu kippen. Ich glaube, wir sollten eher in die Schulen gehen und da versuchen, irgendwas zu regeln und mit denen da vor Ort reden, damit es einfach nicht mehr zu diesen Fällen kommt, dass die schon einfach sich mit 14 als Kranke bezeichnen, als Menschen, die schon ganz unten in der Lebenskette angekommen sind. Denn das beobachte ich hier fast jedes Mal, wenn ich hier irgendwelche Schulklassen habe. Stehen die hier vorne am Tresen und sagen, ey, ich bin 15, habe zweimal einen Joint gezogen, bin ein Junkie. So, ja, nee, so ist es aber einfach. Wenn man nicht mit den Kindern redet und sagt, hey, guck mal, es gibt auch ein anderes Verhalten und es gibt auch ein anderes Muster dazu. Und genauso wie es mit Alkohol oder mit Tabak eine Präventionsarbeit gibt, kann es auch mit Cannabis klappen oder mit anderen Drogen. Es muss halt nur jemand dafür bereit sein, sich da mit den Kindern und Jugendlichen einfach mal hinzusetzen und zu reden. Und nicht der Markt macht das oder der Markt regelt das. Genauso ist es nämlich falsch. Und genau so rutschen die Kinder eher ab und genau so fangen die dann trotzdem mal wieder an, auf dem Schulhof rumzuticken. Also eher mal Pädagogen da in die Schule bringen, die auch wirklich was von solchen Dingen wirklich Bescheid wissen. Okay. Ich glaube, da sind wir auch stark dafür. Aber jetzt. Naja, klang aus den Unterhaltungen nicht. Dann hätte es aber eine Cannabis-Abgabe werden müssen.
Vielleicht kommt ja noch das Cannabis-Bildungsgesetz und das Cannabis-Kontroll-Entbürokratisierungsgesetz. Ja, vielleicht geht es ja auch einfach aber, um Genuss, ja. Um einfach, dass die Menschen anfangen, die Bildung ins, das wieder zu lernen, dass man genießen kann. Ja. Und nicht, dass man zwanghaft irgendwas konsumiert. Hm. Denn genau dieses Gesetz setzt das auch voraus. Hm. Dass es einfach nur wieder irgendwas ist, was zwangsmäßig irgendwie kontrolliert werden muss, weil es einfach so schlimm ist. Also so scheint es mir auf jeden Fall. Ja. Und im einen Moment will man es dann auch wieder komplett irgendwie frei. Also ja, das stimmt, ich habe seine Widersprüche. Ja, völlig in Ordnung. Und Tibor zuckt auch schon ganz nervös, aber wir halten den Spannungsbogen, weil erst noch du dran bist. Habe ich dann noch jemanden übersehen von hier aus dem Publikum? Weil du wirst nochmal dann aber später, weil dann haben noch Lisa und dann Tibor das Wort und genau. Du, bitte. Hallo, ich bin der Gerard, ich fasse mich kurz. Ich bin seit 20 Jahren Kiffer und halte es für das absolut Sinnvolle und Heilkraut und so weiter. Aber es gibt einen Punkt, den ich für essentiell halte bei der ganzen Legalisierungsdebatte, die jetzt, der jetzt nur einmal ganz kurz am Rande genannt wurde. Das absolut Wesentliche ist nicht die Gesundheit und unser Kiffen und Blatt. Das ist mir weniger, das ist sekundär für mich. Für mich primär ist, dass das Geld Kriminellen, Mafia und Kriegstreiberbanden auf der ganzen Welt entzogen wird. Das heißt, mich hat es jetzt schockiert, wusste ich noch nicht, dass jetzt quasi in Colorado, wie hieß es, ich weiß es nicht mehr, es wurde vorher kurz genannt, dass immer noch ein Schwarzmarkt besteht. Ich finde, das muss das primäre Augenmerk sein, den Schwarzmarkt zu eliminieren. Verdammte Scheiße, damit werden Menschenleben und Tierleben und so weiter massakriert, das sind ganze Drogenbanden, das muss das absolute Hauptaugenmerk sein. Nicht, der ganze Rest ist auch wichtig, aber noch wichtiger ist, dass wir Kriminellen das Geld entziehen. Punkt. So, das ist mein Statement. Danke. Muss das ja nutzen. Gibt ja keine Wahl, ne? Okay, ja, vielen Dank. Die dahin, aber dieser Schwarzmarkt, der da uns wird, das sind ja auch kleine Menschen, die ihren Freunden was geben oder so. Das ist ja kein, sie müssen nicht unbedingt große kriminelle Strukturen sein. Genau. Okay, aber auf die kam es ihm an gerade, ne? Also, hier ist es klar. Ja. Okay. Ja. Okay, dann jetzt mal hier vorne nochmal Lisa, Tibor, Erik. Ja, zu der Abhängigkeit und so weiter Geschichte hast du dann wahrscheinlich noch mehr was, bist du der stärkere Spezialist. Ich wollte einfach nur nochmal sagen, was bisher noch nicht so gesagt worden ist. In dem Gesetz steht eben auch drin, zu diesen Sozialräumen und so, das ist ja gerade relativ frei in dem Gesetz, in dem klar gesagt wird, es gibt eben die Berechtigung von jedem 3 Pflanzen im Eigenbedarf zu haben. Ja? Jede Person, ja gut, so, Pflanzen können ja kleiner oder größer sein, ja? So, also 3 Pflanzen. Es geht um 3 weibliche blühende Pflanzen, um das auch nochmal dazu zu sagen, ne? Das ist ein Unterschied. Gut. Also das ist mehr als einmal nur 3 Pflanzen. Danke für die Unterstützung. Genau. Also 3 weibliche blühende Pflanzen dürfen im Eigenbedarf gehalten werden und dann werden auch überhaupt keine Steuern fällig. Übrigens, da muss man nämlich keine Steuern zahlen und das darf jeder sozusagen individuell, wenn er über 18 Jahre ist, tun. Ja? So, und inwieweit man sich in der Küche oder anders zusammensetzt oder so, das wollen wir eben gerade nicht regeln. Das ist frei. Deswegen kann man auch zusätzliche Sozialräume schaffen, aber die Frage ist, warum? Ja, kann man auch selber machen. Ich wollte nochmal tatsächlich zu dieser Schwarzmarkt-legaler Marktdebatte, weil es ja auch nochmal Thema war, tatsächlich ist das auch ein zentrales Ziel. Ja? Das, darum geht es schon und das, wie gesagt, da bin ich ja bei der ganzen Preisgeschichte sozusagen darum rum. Es wurde schon angesprochen, dass die Nachfrage, ja, also die Konsumenten oder die Raucher oder wie auch immer, Genießer, ja, dann den Vorteil haben, dass sie sich eben dann frei entscheiden können und dass eben doch eine ganze Menge Leute, ne, lieber qualitativ hochwertiges Zeug haben, als eben Sachen, von denen sie es nicht wissen, sondern dass es davon schon automatisch einen Impuls gibt in die Richtung. Meine Frage ist jetzt nochmal an euch, die Angebotsseite. So kann man natürlich sagen, bisher hat man sich da einigermaßen eingerichtet, Entdeckungsrisiko ist vielleicht nicht so hoch und so, gibt es aber ja trotzdem, also es fliegen ja immer doch mal wieder auch ein paar Plantagen und so weiter auf und deswegen würde ich eben schon sagen, auch die Angebotsseite muss ich doch mal überlegen, inwieweit es für sie nicht attraktiv ist, jetzt ein normales, legales Business zu haben, als eben sozusagen weiter im Schwarzmarkt zu bleiben. So, und da ist dann auch nochmal wieder die Kostenstruktur der Entscheidende, da habe ich jetzt was mitgenommen. Ich glaube, man kann tatsächlich nochmal darüber reden, ob man vielleicht eine Amnestieklausel zu sozusagen zurückliegenden
Delikten in dem Bereich sich überlegt, ja, sondern ne, so, ne, dass es sozusagen neue Sachen geht, weil wenn man jetzt sozusagen neu Produzent ist oder Händler oder wie auch immer, ne, dann ist schon gut, wenn man sich an die neuen Regeln hält, ja, so, wenn man permanent gegen die neuen Regeln verstößt, ja, dann finde ich, in der Tat ist es richtig, sonst funktioniert es ja nicht, dieses Kontrollgesetz, dass dann die Lizenzen auch entzogen werden. Ja. So. Aber für, ne, am Anfang, wenn es eben darum geht, das Gesetz ist neu, und die Leute sollen sich entscheiden, gehen sie aus dem Schwarzmarkt raus oder bleiben sie drin, dann fände ich, kann man dann auch mal mit dem innenpolitischen Sprecher und anderen reden, ne, dass man das dann anders handhabt. So, und das ist dann schon wichtig, so, weil dann habe ich, wenn ich illegal bin, habe ich dann zwar vielleicht ein Euro und weniger, aber ich habe eben gleichzeitig ein relativ hohes Strafrisiko. Ja, so. Und ansonsten habe ich die Chance auf ein wachsendes Geschäft, von dem ich was verstehe, wo ich mich auskenne, ja, und mit wahrscheinlich guten geschäftlichen Perspektiven. So. Da kann ich mir schon vorstellen, dass dann eben ein Preis, der sich an dem orientiert, der jetzt da ist, die richtige Variante ist. Und dann habe ich ja schon gesagt, wie das gemacht wird, so, das soll dann tatsächlich der Markt entscheiden. Die Steuergesetze kann man tatsächlich jährlich ändern, von der Struktur her auch. Wie gesagt, wir waren da relativ im Blindflug. Wenn vorher der Markt illegal ist, dann, ne, ist man in vielen Fragen einfach, hat man wenig Datengrundlage. Wir haben uns orientiert an der Kaffeesteuer und an der Alkopop-Steuer und haben da eben versucht mit zu jonglieren. Und wie gesagt, das kann man dann eben auch relativ zügig anpassen. Ich wollte noch kurz sagen, wie es weitergeht. Wir haben das Gesetz, wie ihr alle mitbekommen habt, eingebracht im Deutschen Bundestag. Es steht bisher noch kein Termin fest, wo das Gesetz beraten wird im Bundestag mit einer Anhörung, Expertenanhörung. Aber wir sind sehr engagiert, dass wir das vielleicht im Dezember noch hinbekommen. Also wir versuchen das als Fraktion im Gesundheitsausschuss auf die Tagesordnung zu bekommen, einen Anhörungstermin zu bekommen. Entweder im Dezember oder im Januar wird es dazu hoffentlich eine Expertenanhörung im Deutschen Bundestag geben. Die ist dann auch öffentlich, da könnt ihr sie dann auch hinkommen und das sozusagen nachvollziehen. Und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen hier, der auch ein Experte dann da mit angehört wird. Okay. Vielen Dank, Tibor. Ja, ich wollte das nochmal aufgreifen, was Kascha gesagt hat. Entschuldigung, Charlotte. Sorry. Ich finde es völlig richtig, was du gesagt hast, ja, dass es darauf ankommt, mit solchen Substanzen, die ja Genussmittel sind, aber die auch so eine andere Seite haben können, wenn man sie eben nicht richtig gebraucht, dass es da darum geht, zu lernen, damit umzugehen. Ja? Dass man für dieses Lernen eben den richtigen Rahmen schafft. Ja. Und dieses Erlernen, Erlernen heißt aber auch für mich, wenn man ein Problem hat, ja, auch zu lernen, mit dem Problem umzugehen und möglicherweise auch Hilfe anzunehmen zum Beispiel. Auch das ist Lernen. Ja. Und es geht also darum, ja, diese Form von Prävention mit der Distribution, also der Verteilung der Substanz, und mit Intervention, mit Hilfe, Frühintervention irgendwie ein sinnvolles Verhältnis zu bringen. Ja. Und dass Schule sicherlich auch in der ganzen Jugendfreizeitbereich auch ein wichtiger Ort, wo Suchtprävention läuft. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen Jugendschutz machen, heißt das ja nicht, wir kümmern uns jetzt nicht mehr um die Jugendlichen und überlassen die sich selber, sondern das heißt, wir wollen auch vermehrt Suchtprävention, und zwar sinnvolle Suchtprävention in die Schulen und in die Jugendfreizeiteinrichtungen reinbringen. Ja. Also das Ganze ergänzt sich. Und das Cannabis-Fachgeschäft oder auch die Cannabis-Social Clubs sind dabei eben nur ein Baustein, ein wichtiger Baustein sozusagen, um das Verhältnis überhaupt darstellen zu können. Danke, Tibor. Erik. Ja, ich wollte zu zwei Aspekten kurz was sagen. Und zwar wurde gesagt, dass du da, glaube ich, davon ausgehst, dass es Gesetz für die CSU geschrieben wurde, und ich glaube, ich wollte dir da zustimmen, und ich finde das ausgesprochen positiv. Ja. Ich glaube nämlich, dass man natürlich sich auch in der parlamentarischen Debatte nochmal klar machen muss, also ich breche jetzt ein bisschen auch die Lanze für dieses Gesetz, dass man natürlich auch einer öffentlichen Debatte irgendwie ausgesetzt ist, wo natürlich auch die CSU mit argumentiert, und das Ziel dieses Gesetzes ist ja sozusagen vom Status quo jetzt auch nicht
es ist ja kein drogenpolitisches Grundsatzmanifest der Grünen oder so, aber es ist eben, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, die Vorurteile, die eigentlich diese Ideologie, die auf der CSU, CDU und teilweise auch auf der SPD-Seite vorherrschen, noch stärker zu entkräften und ihnen eigentlich so ein bisschen die Luft in den Raum zu nehmen, in dem sie argumentieren können, was den Jugendschutz angeht und so weiter. Das finde ich insgesamt ganz gut, wenn man es eben nicht als irgendwie jetzt das Gelbe vom Ei betrachtet, sondern als einen Debattenbeitrag auf dem Weg hin zu einer guten Drogenpolitik. Das finde ich, für mich persönlich macht das schon Sinn, dass man da auch teilweise Dinge reinschreibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es im Bundestag angenommen ist, ohne dass ich jetzt die Abstimmung vorwegnehmen will, ist auch relativ gering. Null. Na komm, wenn deine Partei mitstimmt, dann... Keine Chance. Ja. Für so handwerklich schlechte Gesetze ist das ganz schwer, mehr als finden. Gibt auch andere handwerklich schlechte Gesetze, die täglich beschlossen werden. Aber das war ein Aspekt, also ich finde das schon gut, es kommt ein bisschen darauf an, wie man dieses Gesetz betrachtet, ja, ob sozusagen jetzt irgendwie die Zielvorstellung der Grünen sein soll, das würde mich ein bisschen beschämen, aber sozusagen als Schritt auf dem Weg ist das ganz gut, und ich wollte dir ganz doll zustimmen, dass ich glaube, das Wichtigste ist sozusagen irgendwie diese Drogenmafia, wenn man sie denn so bezeichnen will, auszutrocknen und hier den Kampf anzusagen. Ja, ich finde es wirklich auch beschämend, dass irgendwie wir eine reihenweise Leute in Berlin haben, die irgendwie unter der Woche nur Fairtrade-Schokolade kaufen und sich am Wochenende irgendwie im Berghain die Kokainlines reinziehen, wo halt richtig hart Blut dran klebt. Ja? Und so, und sozusagen diesen Aspekt nicht zu vergessen und den auch den KonsumentInnen nicht einfach aufzubürden, die ja nur die Entscheidung haben, unterstütze ich Drogenkriege oder nehme ich keine Genussmittel, so ist, glaube ich, ein Problem, und ich glaube, dass man dieses Problem auch lösen kann, indem man unter dem Schwarzmarktpreis bleibt. Ich glaube, dass man es schafft, Konsumanreize eher durch Aufklärung zu verhindern, als durch den Preis, der ja gewissen Rahmen auch jetzt sozusagen, ich glaube, man muss sich einfach unter dem Schwarzmarktpreis halten. Ich glaube, sozusagen diese Konsumanreizidee, die es da zu verhindern gilt, die kann man wegargumentieren, und die wird sich in dem Fall auch nicht ganz so stark widerspiegeln. Also das sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen am Alkohol. Also ich hatte jetzt selten das Bedürfnis, mir so 2 Tetra-Packs von allem reinzuknallen. Ab und zu schon, aber... ich habe jetzt noch 3 Leute aus dem Publikum auf der Redeliste und den Steffen. Ich würde gerne so langsam zum Ende kommen, vielleicht eine kurze Schlussrunde hier machen, aber deutlich, wenn es nicht um 9:30 hier fertig sein spätestens. Und insofern nochmal an alle, die der Aufruf, Last Call für irgendeine Meldung, dann jetzt oder dann eher nicht mehr zu melden. Also überlegt das nochmal. Jan, du bist dran, dann der Kollege von Kragen, dann Steffen und dann Gerard. Einmal zu Lisa, also mit den Social Clubs, da stelle ich mir jetzt eher so ein Beispiel von Spanien vor. Also letztendlich könnte man die zum Beispiel auch hier genossenschaftlich organisieren, an einem größeren Raum, also wo sich mehr Leute zusammenschließen, da ist das mit den 3 Pflanzen vielleicht ein bisschen praktikabel, mal überhaupt, wenn man über die Pflanzenzahl nochmal diskutieren könnte. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt auch schon etwas gehört, dass 3 Pflanzen auch nicht so praktikabel sind. Wenn die 5 Leute mit 3 Pflanzen zusammenschließen, die ja eigenen Anzungen. Wer ist ja eigentlich? Okay. Ja, und die dann zusammen anbauen. Also, ich weiß nicht, ob das im letzten Rahmen sein soll, aber ich würde das mal genau angucken. Also, Terpes auf Cannabis Social Club sind wirklich mit dem Gesetz. Ja. Auch gut. Das ist auch nicht mal. Müssen wir uns genau anschauen. Aber. Sind jedenfalls nicht explizit verboten. Ja. Aber also ich halte es aber trotzdem jetzt nicht für sinnlos, weil das letztlich nur auch eine ganze Form von Prävention ist, die man jetzt nicht so wegbügeln sollte. Und, also weil einfach das gemeinsame Konsumieren, Erkennen von gemeinsamen Konsummustern, das ist durchaus sinnvoll, um auch eine Prävention zu erreichen. Vielleicht ein anderes zu den Kollegen von der Piratenpartei, also man kann es jetzt natürlich alles sagen, dann sind ganz viele mittelständische kleine Unternehmen und dann wird alles ganz toll. Und die erinnern uns untereinander und sind sehr darauf bewusst, dass wir auch ja, eine hohe Qualität für die mehr Verbraucher haben. Allerdings wäre jetzt da schon den Hüten scharf, das sind die großen Tabakkonzerne.
und auch möglicherweise weiter die Pharmakonzerne noch einstoßen. Ist das jetzt unbedingt so ein adäquater Umgang mit einer Substanz, die durchaus Risiken birgt, ohne, also das muss man sein, wirkt aber trotzdem beschrieben, dass man so eine differenzierte Handlung durchaus, dass die auch durchaus sinnvoll ist, da so den wirklich freien Markt zu haben, ohne irgendeine Kontrolle. Also auch wenn es die CSU, also ich glaube, die würden eher die regulieren sein. Also die sind gar nicht so dafür bekannt, dass sie den Markt und den War nur ein Vorschlag, den ich aus der Szene quasi evaluiert habe. Ja, nicht unbedingt meine persönliche Meinung. Ja, im Parlamentsbetrieb kann ich mir vorstellen, dass man Gesetze auch so formuliert, dass natürlich die anderen Parteien, die da mit einem sitzen, eventuell das zumindest auch durchlesen. Als Oppositionspartei finde ich allerdings, ist das nicht unbedingt nötig. Mir ging es nicht nur darum, ihn zu überzeugen, sondern in der öffentlichen Debatte auch zu beschreiben. Ja, ja, klar, ja, ich verstehe dich schon. Es wird halt alles richtig gemacht. Also im Grunde kann man ihn aber auch mal um Bart schmieren, dass sie uns für 50 Jahre total verarscht haben und uns mit Fehlinformationen kriminalisiert haben. Das ist eben auch Fakt. Ne? Und das kann man auch ruhig mal so sagen. Was den Schwarzmarkt angeht, es gibt private Strukturen, klar, aber es gibt auch natürlich die Hells Angels und die machen es in großem Stil. Die machen es gut organisiert. Und es gibt noch andere Organisationen. Ich glaube, dieses Argument, was du gebracht hast mit dem Austrocknen des Schwarzmarktes, finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Und nochmal zu deinem Social Club. Wenn ich das Cannabis-Kontrollgesetz richtig gelesen habe, dann ist das durchaus genehmigungsfähig in eurer Formulierung und nicht irgendwie wird nicht ausgeschlossen. Also es hängt eben davon ab, da muss man halt die Genehmigung für, was weiß ich, 300 Pflanzen sich holen. Und diesen Social Club präsentieren, was soll ja mit eurem Gesetz eigentlich funktionieren, wenn ich das richtig sehe. Weil ja beteiligte Behörden dann darüber entscheiden können. Könnten. Okay. Steffen, jetzt noch oder erst schon mal? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass das ziemlich mutig ist zu behaupten, dass das Cannabiskontrollgesetz ideologiefrei wäre, weil ihm nämlich schon die Ideologie zugrunde liegt, dass Cannabiskonsum per se was Schädliches ist und dass es staatliche Aufgabe ist, den zu regulieren und auf ein wie auch immer geartetes gesundes Maß runter zu reduzieren. Das ist der Tenor des Gesetzes. Nein, das hat ja einer gesagt, dass ideologiefrei ist. Natürlich, hier, der mal neben mir hat gesagt, das ist ein weitgehend ideologiefreies Gesetz und das ist es offensichtlich nicht. Kann man ein Video nochmal nachgucken. Also, Cannabis hat objektiv betrachtet weniger Gesundheitsrisiken als Spinat. Ja. Und es gibt auch kein Spinatkontrollgesetz und keine Regeln darüber, wie man den anzubauen hat und keine Sicherungssysteme. Da muss man dann schon mal sagen, dass dieses Kontrollgesetz auch nicht so wirklich den wissenschaftlichen Erkenntnissen folgt, die es vor sich herträgt und sagt, wir wollen die umsetzen. Es ist keine evidenzbasierte Drogenpolitik, sondern es ist eine ideologiebasierte Drogenpolitik. Also es ist eine angenehmere Ideologie als die CSU, aber es ist immer noch... Ja. Also die Evidenz mit dem Spinat, muss ich jetzt mal wirklich zwischen einwerfen, finde ich sehr, sehr ideologiebasiert von deiner Seite. Du musst keinen Spinat. Sehr in Frage stellen würde. Ich habe 44, bei meiner Tochter 13 sehe ich lieber Spinat essen, als jetzt schon kiffen. Wir haben noch jetzt keinen Immunschutz. Ja, ich glaube, wir sind uns in der Kritik an den jetzigen Zustand, glaube ich, sehr, sehr weit. Wir sind eigentlich auf die Frage des Wies, der Freigabe und Kontrolle, die diskutieren wir heute. Und jetzt hatten sich aber noch gemeldet, genau, Herr Gerard, du bist dran und dann würde ich dich einfach nochmal zwischennehmen und dann hier eine kurze Abschlussrunde auf dem Podium machen, wenn das okay ist. Ja? Weil ich glaube, wir haben eine gute 2 Stunden hinter uns und kommen dann so langsam zu Ende. Also nochmal ganz kurz, es gab mal einen Spruch, ich weiß nicht mehr, Horst Köhler oder so, keine Ahnung, wenn es keine Notwendigkeit gibt, ein Gesetz zu erlassen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu erlassen. Damit möchte ich mich an dir andocken, du hast gesagt, das ist ganz schön streng alles. Ich glaube auch, dass es gefährlich ist, zu streng anzusetzen, weil das Herunterbrechen in diesem politischen System, das geht eher immer in die gegenteilige Richtung, dass man noch mehr Gesetze, noch mehr Sonder und das heißt, vielleicht sollten wir doch gucken, dass wir es möglichst minimalistisch halten, nur so als Idee. Okay, danke, dann du.
Ja, im Gesetzentwurf steht ja auch, dass man 30 Gramm nur besitzen darf. Das heißt, ich weiß nicht, zu den drei Pflanzen zu Hause, wenn er nur 30 Gramm rausspricht, das ist ja ein bisschen. Wenn du zu Hause brauchst, darfst du mehr zu Hause lagern. Deine Pflanze darfst du zu Hause lagern, nicht durch jeden Schritt. So. Weiß ich nicht, ich schon. Gut, ja, dann jetzt nochmal die Leute, die die referiert haben, aber die Möglichkeit geben für ein kurzes Abschlussstatement. Ihr könnt, ihr müsst aber nicht. Georg hat aber schon einiges auf dem Zettel, deswegen ja, nehme ich jetzt mal hier einfach so weiter. Draußen etwas längeres Abschlussstatement zu machen, weil ich durfte ja im Gegensatz zu deiner rechten Seite zwischendurch nicht reagieren. Stimmt. Und ich habe auch wahrscheinlich das kürzeste Eingangsstatement. Genau. Also, ich kratze mal ein bisschen zusammen. Erstmal die Geschichte mit dem internationalen Handel, wieso das so da drin steht mit Import und so, wo es doch gar keine anderen Länder gibt, die legalisiert haben. Aber man muss natürlich damit rechnen, dass Deutschland nicht als Insellösung, als einzige Nation weltweit jetzt legalisiert, sondern das wird ein internationaler Prozess sein und wahrscheinlich wird Deutschland nicht der erste Staat sein. Uruguay wird ein Land sein, zum Beispiel, mit dem man Handel betreiben kann. Wenn die bereit sind, Cannabis auszuführen, warum sollte man da nicht herholen? Oder auch einzelne Bundesstaaten der USA, wenn die das zulassen, kann man mit denen auch Handel treiben. In Marokko wird diskutiert über Anbau und Legalisierung. Und dieses Gesetz ist im Prinzip offen dafür, internationalen Handel zuzulassen, wenn denn, wenn da da sind, die dafür in Frage kommen. Ja, das ist auch gut so. Das ist übrigens auch von uns eingebracht worden, auch kulturell diese Haschkultur nicht zu vergessen und nicht nur darauf zu setzen, wir müssen jetzt unbedingt das ganze Gras in Deutschland anbauen, sondern ne, vergesst nicht den grünen Türken und den gelben Libanesen. So. Nochmal ein ganzer Haufen Kram zu diesen ganzen Steuergeschichten und so weiter. Erstmal fand ich es interessant, deine Schätzung, die, was hast du gesagt, zwischen 1 und 2,5 Milliarden, glaube ich. Das hat mich schon mal gefreut, weil ich glaube, als ihr das veröffentlicht habt, stand in allen Zeitungen, die Grünen erwarten, ich glaube, 2,8 oder sogar 3,8 Milliarden Euro Steuereinnahmen. Das ist damals halt so korportiert worden, das ist zu viel. Also ja. Ich schätze, 1 Milliarde ist wahrscheinlich drin, 2 hatte ich schon für zu hoch gegriffen, so ungefähr in dem Bereich sei da, glaube ich, gut dabei. Wobei das jeder anders sieht, weil kein Mensch weiß, wie viel eigentlich verbraucht wird. Das ist ja eigentlich jetzt ja nicht der wichtigere Faktor dabei als der genaue Steuersatz. Das soll jetzt auch was hin zu sagen, dass unterstellt wegen der 85% Marihuana und 15%. Ja, aber wie viel verbrauchen die Deutschen? Und wie viel Tonnen Marihuana verbrauchen die Deutschen und welchen Umsatz hat der illegale Markt? Das ist ja die Frage, die man da haben will. 373.100. Sag ich dir gleich. Da können wir nachher nochmal drüber reden, aber so. Dazu kurze Rückmeldung. 373 also, Tonnen pro Jahr. Zwischen 373 Tonnen pro Jahr und 578 Tonnen. Das sind die Zahlen aus zwei Studien. Einmal vom Global Drug Survey und einmal von Kleiber Söllner. Okay, ja, das können wir wissen. Aber zu der Frage Nachsteuern kam ja auch von da hinten. Ich traue der Politik nicht zu, den Preis dann nachzusteuern, weil man merkt, okay, der Schwarzmarkt ist doch noch eine zu große Konkurrenz. Ja, ich traue euch dazu. Aber wie ist das denn bei Tabak und Zigaretten? Ist da nicht genauso wie bei Cannabis das Ziel, möglichst keinen Schwarzmarkt zu haben? Weil da sehen wir genau den Effekt. Die Steuern sind immer weiter hochgeschraubt worden, auch gesundheitsfördernd. Wir haben auch gesehen, dadurch hat der Konsum nachgelassen. Das funktioniert tatsächlich. Aber jetzt haben wir einen Bogen überspannt, offensichtlich. Und überall stehen Leute rum, die illegale Zigaretten verkaufen. Eigentlich müsste jetzt die Politik reagieren und sagen, okay, der Schwarzmarkt nimmt überhand. Wir reduzieren jetzt die Tabaksteuer. Ne, ja, passiert offenbar nicht. Insofern hat der Kollege vielleicht sogar recht. Oder man hat bei der Tabakpolitik ein anderes Ziel. Aber vielleicht kannst du mir das nachher noch beantworten. Dann hast du noch gesagt, die jetzigen Teilnehmer am illegalen Schwarzmarkt sollten doch eigentlich auch ein Interesse daran haben, in den legalen rüberzugehen, wenn er dann einmal existiert. Das stimmt natürlich, aber da muss man auch sagen, es gibt verschiedene Arten von Teilnehmern am illegalen Markt im Moment. Ich treffe also sowohl Produzenten und Dealer, die sagen, ey, ich will überhaupt keine Legalisierung, ich mache jetzt traumhafte Gewinne, aber ich will damit weitermachen. Und es gibt die anderen, die sagen, nee, ich habe Familie und ich habe keinen Bock auf Knast und so und ich würde halt viel lieber meine Gewinne versteuern. Ja, das sind völlig unterschiedliche Typen und die haben auch unterschiedliche Skills, unterschiedliche Fähigkeiten. Im Moment muss man, um an diesem Markt teilzunehmen, täuschen können. Man muss Streitigkeiten regeln können, ohne zu einem Richter zu gehen oder zu einem Rechtsanwalt. Notfalls mit Gewalt eben auch oder so. Ne? Oder sie wollen möglichst schnell möglichst viel Gewinn machen, zum Beispiel auch durch Zusatz von Streckmitteln.
und denen ist dann vollkommen egal, ob sie in den Knast gehen, weil sie eh schon dreimal drin waren und nichts anderes können. Während die, die an dem legalen Markt teilnehmen, die müssen auf einmal sich mit Marketing auskennen, mit Betriebswirtschaft, die müssen vernünftige Personalführung machen und so. Und das sind eben nicht alles die gleichen Leute. Oder die Asylbewerber, die jetzt am Girlie verkaufen und gar nicht an, die dürfen überhaupt keinen Shop aufmachen, weil die gar nicht arbeiten dürfen. Ne, zu denen kannst du 100-mal hinrennen und sagen, ja, ist doch jetzt egal, wollt ihr jetzt nicht mal, ne? Das funktioniert eben nicht bei allen Händlern. Das nur mal so vorweg. Aber es gibt durchaus natürlich auch Leute, die sagen, ja, ich würde das viel lieber egal betreiben, das Ganze. Ja, und jetzt zum letzten Punkt. Würde ich gerne noch mal so kurz rumphilosophieren über die Frage, wie ist das mit dieser Fürsorgepflicht des Staates und diesem Wahnsinnspräventionsgedanken, der in der ganzen Sache drinsteckt, und wenn wir möglichst nur Sozialarbeiter da hinterm Tresen stehen haben, die von morgens bis abends die Leute beraten und denen irgendwie in Ordnung liegen, von wegen, den wir konsumieren, und in die Richtung sollen die ausgebildet werden. Und auf der anderen Seite, ne, das soll kapitalistischer Markt sein. Das funktioniert ja nicht. Die werden die Kunden nicht alle in die Richtung beraten, dazu weniger konsumieren dürfen. Und das ist ein scheinbarer Widerspruch, der aber vielleicht sich auch ganz gut ergänzt. Optimal werden wir das nie haben. Ich will jedenfalls keinen staatlichen Verkauf. Ne, das wäre die Alternative, zu sagen, wir machen das nicht privatwirtschaftlich, sondern der Staat wird wirklich zum Dealer. Der Staat eröffnet 3.000 Coffeeshops und setzt da 20.000 Sozialarbeiter ein oder so. Ne? Da will aber keiner hinkommen. Ja, der Staat will das selber nicht, die Kunden wollen das nicht. Ja, das funktioniert einfach nicht. Der Staat will jetzt auch nicht irgendwie 50.000 Kneipen übernehmen oder so. Also läuft das auch ein privatwirtschaftliches Konzept raus. Übrigens steht auch im Gesetz nirgendwo drin, dass die Konsumräume nicht gemütlich sein dürfen, wie der Steffen dann eben sagte. Das müsste alles irgendwie möglichst kalt und mit Neonlampen da drin sein, damit die Leute da nicht gerne konsumieren. Das steht da nicht drin. Das darf durchaus gemütlich sein. Und da steht auch nicht drin, dass die Leute andauernd die Leute volllabern müssen. Ey, du hast doch ein Problem, du willst weniger kiffen. Aber die müssen halt vernünftig ausgebildet sein in die Richtung, dass sie zumindest wissen, wenn sie sehen, einer hat ein Problem oder einer sagt von sich aus, ich bin ein bisschen viel geraucht heute, dass er dann sagen kann, hey, ich kenne eine gute Suchtberatung vor Ort, das ist ein vernünftiger Typ, den kenne ich, der hat schon ein paar Leute beraten, geh doch da mal hin. Ja, dann gibt es die guten und die schlechten Barkeeper wie beim Alkohol. Ein guter Barkeeper gibt wirklich demjenigen, der total besoffen ist, eben keinen Alkohol mehr. Das funktioniert in der Privatwirtschaft nicht immer. Ne? Viele Kneipe sind egal, immer noch mehr da rein in den Kerl. Aber gut, so würde letztendlich auch bei Cannabis sein. Das wird aber genau auch diese Befürchtung reduzieren, der Leute, die sagen, die ganzen Sozialarbeiter, die ausgebildeten Leute, die werden ja die ganze Zeit nur noch denen da in den Ohren liegen und die gar nicht in Ruhe konsumieren lassen. So ein Laden würde privatwirtschaftlich nicht funktionieren. Der Chef will nicht, dass die Leute da andauernd die vom Konsum abhalten, da kommt einfach keiner mehr. Ne? Der Punkt ist einfach nur zum Beispiel, da sollten Broschüren rumliegen für Leute, die selber vielleicht denken, sie haben ein Problem. Auf dem Klo meinetwegen, schön anonym kann man sich mal was mitnehmen, wenn man denkt, ey, ich habe heute schon wieder nichts gebacken gekriegt, ich war den ganzen Tag gekifft war. Nimm doch mal mit, ich guck mal, ob ich mich irgendwie erkundigen kann. Ja, das fände ich bei Kneipen vielleicht auch nicht schlecht. Wenn da so eine Alkoholbroschüre irgendwie auf dem Klo liegen soll, ja, die 95% der Leute, die da saufen, interessiert das nicht, die sollen ruhig feiern. Aber die Leute sollen zumindest eine Möglichkeit haben, irgendwie sich mal zu überlegen, okay, vielleicht habe ich ein Problem, was mache ich jetzt? Und auch der Kneipier sollte die Möglichkeit haben, zu wissen, was er da machen muss. Ja, insofern glaube ich, dass sich das einigermaßen auslevelt, diese verschiedenen die Gegensätze ja eigentlich. Ne? Einerseits der Staat, der im Gesetz sagt, ja, die müssen aber alle furchtbar gut in Prävention Bescheid wissen und die Privatwirtschaft soll das machen, die möglichst viel verkaufen will. Das wird nie optimal sein, aber die Befürchtungen beider Seiten, glaube ich, öffnen sich da, so wie das jetzt vorgeht, an einigermaßen vernünftigen Stellen. Ja, fertig, danke. Okay, vielen Dank, Georg. Und du warst wirklich derjenige mit dem längsten Abschluss. Klar, Frau Graf, wir dürfen nicht mehr so lange. Genau. Ich halte mich auch schon länger. Ja, das stimmt. Ich halte mich auch kurz, kann das nur zustimmen, was Georg gesagt hat. Ich bin, oder ich habe Sozialarbeit irgendwann mal studiert, habe nie drin gearbeitet, als ich dann mal fertig war. Da habe ich mir alles auf die Fahnen geschrieben. Ich gehe da aber genauso mit, sind so zwei, drei Sachen hängen geblieben, die ich sehr, sehr wichtig fand. Das eine ist jetzt, ob man Sucht oder Abhängigkeit sagt, ist mir dann relativ Brille. Für mich ist die Sache zwischen einem Drogengeber und einem Drogenmissbrauch, gibt es eine feine Linie und die müssen wir alle erlernen. Und die sollen wir bitte erlernen in einem möglichst freien und offenen Umfeld. Im Moment dürfen wir das nicht. Und wenn wir ein Kontrollgesetz haben oder eine Liberalisierung, eine Legalisierung haben, können wir zumindest diesen Kontext schaffen. Und wenn wir dann als Gesellschaft es auch noch schaffen,
den Cannabiskonsum ritualisiert auch unseren Kindern weitergeben zu können. Super. Beim Alkohol schaffen es einige, andere schaffen es nicht. Das ist genau das. Wir müssen Mut zur Lücke haben. Die perfekte Gesellschaft wird es nicht geben. Im Moment ist es sehr, sehr schlecht. Und auch da, denke ich, sind die grundsätzlichen Ansätze gegeben. Und ich finde es nicht schlecht, eben auch zu sagen, ja, wir haben einen sehr freien und sehr liberalen Markt beim Alkohol. Ich persönlich finde es nicht richtig und nicht gut, bis die Kinder mit 10 schon fragen, sag mal Papa, wieso muss ich immer Bier trinken, wenn wir Fußball gucken? Weil immer die Bierwerbung zwischendrin kommt, das passt nicht zusammen für mich. Und deswegen denke ich, ist es absolut richtig zu sagen, lasst uns da Drogenpolitik mal anders denken. Und zwar ein bisschen repressiver. Vielleicht ist das auch die große Angst der anderen Parteien, dass eben das sich auf Alkohol auswirken würde. Genauso wie es die Angst ist, dass es auf Heroin auswirken würde. Wo vielleicht der Legalisierungsdruck rein vom gesundheitspolitischen Aspekt viel, viel größer ist. Ansonsten die Kosten der Produktion. Zwischendurch habe ich wieder mal so ein bisschen meine alten Tabellen gesehen. 1 Euro ist nicht machbar nach deutschen arbeitsrechtlichen Standards und allem, was an Overhead-Kosten dazukommt. Da kann man sicherlich noch sehr, sehr viel feintunen und schauen, was da ist, aber das sind eben also Sachen, die ich jetzt auch so unterschreiben kann. 1-Euro-Programm derzeit nicht realisierbar. Ja, ich schließe es jetzt auf und danke. Ja, vielen Dank dir. Tibor, ja, wirklich kurz, genau. Also inhaltlich ist auch jetzt wirklich alles gesagt worden, was zu sagen ist. Ich wollte einfach nur abschließend, dass es jetzt endlich mal losgehen soll. Nicht nur die Diskussion, sondern auch tatsächlich die Umsetzung im privaten Bereich, von mir aus mit Eigenanbau und Social Clubs. Im kommunalen Bereich hier so mit Modellversuchen in Kreuzberg-Friedrichshain und in anderen Kommunen. Auf Bundesebene dann hoffentlich mit Cannabiskontrollgesetz oder anderen Initiativen, auch andere Parteien bewegen sich da ja gerade. Und international ist natürlich auch ganz wichtig. Also da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass nächsten April die Generalversammlung der UNO sich mit Drogenpolitik beschäftigt. Und da hoffe ich dann auch, dass sie weniger auf den Vatikan hören, sondern eher auf das, was die südamerikanischen Staaten da an Lösungsvorschlägen beitragen. Und ich denke mir, wenn dann irgendein Modell mal an den Staat geht, vielleicht Coffeeshops in Friedrichshain-Kreuzberg oder Cannabiskontrollgesetz, dann ist es auch nicht das Ende der Cannabispolitik, sondern es ist der Anfang. Und dann geht es erst richtig los. Und dann geht es auch weiter. Vielen Dank, Tibor. Lisa. Genau, ich freue mich auf die weitere Debatte im Bundestag. Natürlich ist dieses Gesetz nicht ideologiefrei, weil es gibt nichts Ideologiefreies. Alles ist subjektiv mit Wertungen behaftet, auch dieses Gesetz. Aber ich glaube, was wir tatsächlich geschafft haben mit dem Gesetz, ist die alten, seit 30, 40 Jahren ritualisierten ideologischen Auseinandersetzungen, dass wir die jetzt auf eine neue Grundlage gestellt haben, weil die anderen Parteien müssen sich jetzt sachlich mit dem Gesetz auseinandersetzen, mit diesen einzelnen Paragraphen und mit den einzelnen Regelungen, ob die jetzt gut oder schlecht sind, ob die jetzt was bringen oder in welche Richtung das geht. Und das schafft dieses Gesetz und deswegen freue ich mich auf die Anhörung. Wir wollen auch immer noch versuchen, eine separate Anhörung zu dem Steuerteil hinzukriegen und da freue ich mich auch, eine entsprechende Steuerfachdebatte zur Cannabissteuer im Finanzausschuss. Wie gesagt, daran arbeiten wir. Wir hoffen, dass es dann jetzt bald dann weitergeht im Dezember oder Januar. Zu der Alkoholfrage, in der Tat, ich bin auch auf dem Dorf groß geworden, habe da auch mitbekommen, ne, dass das eben mit dem Gebrauch und Missbrauch da doch auch stark beieinander liegt. Ich fand jetzt das krasseste Zitat jüngst vom Innenminister Herrmann aus Bayern von der CSU. Ja, der hat auch tatsächlich in dieser Flüchtlings- und Integrationsdebatte irgendwie gesagt, Mensch, da sieht er jetzt aber ein großes Problem mit den vielen Flüchtlingen, wenn die jetzt die alkoholisierten Menschen in Bayern beim Oktoberfest sehen. Das ist jetzt aber echt kein Problem. So, da hat er recht, ja, auch rund um Oktoberfest, das ist ja wirklich die größte offene Drogenszene jedes Jahr. Ja. So, aber trotzdem finde ich, das ist jetzt nicht mal Idealbild, wo man hin muss. Ja. So, deswegen will ich es jetzt niemandem verbieten, aber trotzdem muss ich das auch wiederum nicht idealisieren. Zur Tabaksteuer können wir uns gerne weiterhin noch austauschen. Tatsächlich ist es so, dass auch ich dazu schon Reden gehalten habe, dass ich die derzeitige Regelung nicht richtig finde. Alles das, was es da an Studien gibt, zeigt aber schon, dass eine Senkung schon eher mit der Konsumausweitung verbunden ist und eine Erhöhung eher anders. Aber der Hauptpunkt ist ja, dass
dass wegen der langen Tradition, ja, und auch der entsprechenden Wirtschaftszweige, die da noch dranhängen in Deutschland, die Tabaksteuer immer genau so gestaltet wird, dass eben möglichst wenig Konsumenten, also dass möglichst wenig Leute nicht mehr rauchen. Ja? So, weil ansonsten ja entsprechende Gewinneinbrüche da wären. Da gibt es eine ganz enge Verzahnung zwischen Politik und der entsprechenden Tabakindustrie. Und es ist ja zum Beispiel immer noch so, dass eben die freigedrehten, ne, niedrigen Steuern, deutlich niedrigeren Steuersatz haben als die in der Verpackung, was man dann entsprechend in den Preisen merkt. So, da müsste man insgesamt die Struktur verändern und normalerweise eben mit einem kleinen Preissprung daran gehen, wenn man das anders machen wollen, mit einem präventiven Charakter da ist denn eine wollte. Steuersenkung für dich, hast du die gefordert in deinen Reden? Nein, ich habe jetzt die Senkung nicht gefordert, sondern ich habe eine Angleichung gefordert. Ich habe gesagt, man braucht einen einheitlichen Tabaksteuersatz. Vernünftige Struktur. Wir hatten auch tatsächlich, auch wir haben in der Anhörung damals auch insbesondere die Zollbehörden da auch nochmal dazu gebeten, um genau diese Problematik zu diskutieren. Wie ist denn das mit dem Schwarzmarkt? Gibt es da entsprechende Wirkungen? Gibt es sie nicht? Und da ist auch nochmal deutlich geworden, dass die derzeitige Tabaksteuergesetzgebung da nicht so sinnig ist. Vielen Dank. Lisa? Ja, danke. Ich fand das spannend. Ich glaube, dass wir darüber hinaus nicht vergessen dürfen, dass wir natürlich auch noch Leute zu überzeugen haben und es da nicht nur auf die Debatte, wer sozusagen die krasseste drogenpolitische Position in der Community hat, ankommt, sondern es auch wirklich sozusagen auch Kämpfe zu fechten gibt mit Leuten, die irgendwie gerade die Mehrheit in diesem Land irgendwie in den Parlamenten haben und die wir irgendwie überzeugen müssen. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass es unwahrscheinlich ist, dass Strobel und Seehofer morgen zusammen aufwachen und einen VW-Bus kaufen, Bob Marley hören und dann mit denen fahren, um zu kiffen. Ich glaube sozusagen, man muss da schrittweise die Gesellschaft überzeugen, um den entsprechenden Druck aufzubauen und dann eben auch den Leuten so ein bisschen den Zahn zu ziehen, die nie überzeugt werden, aber wahrscheinlich bei solchen Dingen dann auch irgendwann nachgeben. Und ich glaube, dass wir dazu sozusagen in der Community und insgesamt auch schauen müssen, wie schaffen wir das gemeinsam und uns gegenseitig unterstützend und ohne sozusagen zu viel parteipolitisches Gefechte. Das fände ich gut und dafür möchte ich plädieren. Danke, Erik. Stimmt. Ich bemühe mich mal um ganz kurz. Ich fand es gut, dass das Cannabis-Kontrollgesetz in den Bundestag eingebracht wurde. Ich bin aber auch heilfroh, dass es keine Chance hat, umgesetzt zu werden. Okay, schade, aber dann von mir nochmal herzlichen Dank an euch. Eine Ergänzung inhaltlich. Ich bin ja innenpolitischer Sprecher bei den Grünen, die Einsparung, die man durch eine kontrollierte Abgabe hätte, im Bereich der Strafverfolgung, Polizei, Knäste, Gerichte, Staatsanwälte etc., die kommen bundesweit auf fast nochmal einen ähnlichen Wert, wie die Steuereinnahmen hier zu erwarten sind. Wirklich klasse. Ich wollte mich bei euch allen bedanken, einfach für einen spannenden Abend, wie ich fand, auch zwischen vielen Konflikten. Ja, wir haben ganz internationale und regionale Fragen angesprochen, wir haben Kontrolle und Freigabe, auch eigentlich Widerspruch, angesprochen, faire Preise und schwarze Märkte, Anschlussfähigkeit. Überzeugen wir doch Leute, dass es geht, verantwortungsbewusst oder genussvoll zu kiffen, aber auch zwischen Aufklärung und da war ich hier auch dankbar, Steffen, dass du da einfach den Part hier ehrlich übernommen hast, weil du da mit vielen Punkten auch recht hattest. Und wir werden die Debatte weiterführen, gucken, wie das mit dem Cannabiskontrollgesetz weitergeht und am Ende nochmal die Werbung für den 15. Oktober im Berliner Abgeordnetenhaus, da würden die Grünen uns tierisch freuen, wenn ihr den Modellprojekt-Ansatz mit unterstützt und wir gemeinsam dann den Umgang des Bundesamtes da diskutieren können. Also kommt gut nach Hause, vielen Dank, dass ihr da wart und schönen Abend noch. Lass mich mal kurz klopfen.